Hallo, guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich möchte gern mit euch ein paar Gedanken aus dem Römerbrief bewegen, sind aber Dinge für Leute, die gut sind im Denken, ja, die sich im Denken gut auskennen und vielleicht ein paar philosophische Gedanken auch mal nachdenken möchten. Und zwar aus dem Römerbrief, zumindest starten wir mal im Römerbrief. Es geht eigentlich um die Logik und es geht darum, dass Christus für uns gestorben ist, da wir noch Sünder waren. Paulus schreibt in Römer 5, Vers 6: Denn Christus ist, da wir noch schwach waren nach der Zeit, für uns Gottlose gestorben. Und in Vers 8: Darum preist Gott seine Liebe gegen uns, dass Christus für uns gestorben ist, da wir noch Sünder waren. Und Vers 10: Wir sind Gott versöhnt durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren. Das heißt also, Paulus sagt, Christus ist für uns gestorben, als wir noch schwach waren, als wir noch Sünder waren und als wir noch Feinde waren, als wir noch zu schwach waren, um Gottes Wesen und Gesetz zu halten, als wir noch Sünder waren, weil wir allerlei andere Dinge als Ziel in unserem Leben definiert haben, als dass wir ihm nachfolgen. Und als wir noch Feinde waren, Gottes Feinde. Nun wird natürlich der ein oder andere sagen, ja gut, ich bin nie Gottes Feind gewesen. Und was schreibt Paulus hier, ja? Normalerweise ist es so, dass wir uns beurteilen nach dem, was unsere fünf Sinne über uns sagen und nicht nach dem, was Gottes Wort über uns sagt. Wir haben vor einiger Zeit einen Hauskreis gehabt und da haben wir gesprochen über diese Begebenheit, wo Gott Saul das Königtum wegnimmt. Und steht in 1. Samuel, steht nämlich erstaunlicherweise, dass Gott sich gereuen lässt, ja. 1. Samuel 15, da geschah des Herrn Wort zu Samuel und sprach: Es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn der hat sich hinter mir abgewandt und meine Worte nicht erfüllt. Und als Samuel dann dem Saul dieses Wort Gottes gibt, dass Gott nämlich das Königtum von ihm weggenommen hat, da sagt Saul nur einige Verse später, da sprach Samuel zu ihm: Der Herr hat das Königreich Israel heute von dir gerissen und deinem Nächsten gegeben, der besser ist als du. Auch lügt der Held in Israel nicht und es gereut ihn nicht, denn er ist nicht ein Mensch, das ihn etwas gereuen sollte. Da kam jetzt plötzlich die Frage auf, die auch gerechtfertigt ist: Wie kann das sein, dass Gott etwas gereut? Ja, und dann im gleichen Kapitel auch wieder steht, Gott gereut nichts, denn er ist ja kein Mensch. Also das ist zunächst einmal ein Widerspruch, zumindest für unsere Logik. Und um die Logik geht's, denn die Logik ist nicht in der Lage, Gott zu erfassen und zu ergreifen. Die Frage kam auf und hat sich so entzündet an Vers 11. Es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe. Da hat dann jemand gesagt, ja gut, Gott wusste ja vorher, wie der Saul reagieren würde. Und warum hat Gott den Saul dann überhaupt erwählt, wenn er es vorher wusste? Noch schlimmer, Gott hätte in seiner Allmacht ja verhindern können, dass Saul so handelt. Warum hat Gott das nicht verhindert? Und warum steht jetzt hier, es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe? Hat Gott das nicht vorher gewusst? Hätte Gott das nicht verhindern können? Warum gereut es ihn dann? Das war zunächst mal nur ein intellektuelles Problem. Und natürlich auch ein Problem, das im selben Kapitel stand, dass es Gott nicht gereut, denn er ist kein Mensch. Die erste Antwort, die ich darauf gegeben habe, war die, dass Saul so ein Dummkopf gewesen ist, dass es sogar Gott gereut hat, den normalerweise nichts gereut. Das ist aber eine Antwort, die die Sache wahrscheinlich schon im Kern trifft, aber wo ein intellektueller Mensch nicht unbedingt einverstanden ist mit, ja. Denn das Problem bleibt ja, letzten Endes ist es Gottes Allmacht, die ihm zum Verhängnis wird. Denn alles Böse auf der Welt lässt Gott ja wohl in seiner Allmacht zu.
Wenn Gott aber die Macht hätte, weil er ein allmächtiger Gott ist, dem Bösen zu wehren und das Böse trotzdem zulässt, ist er dann noch ein guter Gott? Oder ist er nicht vielleicht selber schuld an dem, was an Bösen in der Welt geschieht? Und das war die Frage, die zum Schluss dann im Hauskreis aufkam und wo man vorsichtig sein muss, weil man nämlich jetzt vom Wort Gottes in eine logische Schiene reingeführt wird. Die Logik sagt, wenn Gott allmächtig ist und das Böse zulässt, ist er selber böse. Das sagt die Logik. Die Logik ist aber mit dem Sündenfall mitgefallen. Unsere Logik, unser Verstand ist nicht in der Lage, Gott zu verstehen. Schlimmer noch, unsere Logik ist gegen Gott gerichtet. Ja? Das heißt, dann sind wir ja Feinde Gottes. Genau. Und das ist das, was Paulus vorher geschrieben hat im Römerbrief, Römer 5, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Feinde waren. Der natürliche Mensch mit seiner Logik und mit seinem Verstand kommt immer zu dem Ergebnis, dass Gott schuld ist und nicht er. Gott ist schuld. Warum? Weil er allmächtig ist und das Böse zulässt. Ich sage dann immer gerne, angenommen, Gott würde das Böse in der Welt verhindern, dann wären die Menschen auch nicht zufrieden, weil sie dann keinen freien Willen mehr haben. Sie wollen ja gerne einen freien Willen haben. Und den haben sie auch, den lässt Gott uns auch, aber dadurch entsteht auch das Böse in der Welt. Wir haben einen freien Willen, was irdische Dinge angeht. In Bezug auf himmlische Dinge haben wir keinen freien Willen. In Bezug auf darauf, ob wir gläubig werden oder nicht, haben wir keinen freien Willen. Weil wir nicht den freien Willen haben, in den Himmel zu gehen und uns Gottes Geist herabzuholen. Wir haben auch nicht den freien Willen, uns selber wieder zu gebären. Den Willen haben wir nicht. Also an dieser Art von Vokabel kann man das schon mal ablesen. Ja? Aber in irdischen Dingen haben wir schon einen freien Willen. Den hat Gott uns auch gegeben, den Menschen auch gegeben. Allerdings mit der Konsequenz, dass dadurch auch alles Böse in der Welt ist. Denn das Böse ist ja nicht an sich da, das Böse ist in uns. Das Böse kommt zum Schluss natürlich vom Fürst dieser Welt, vom Teufel. Aber der Mensch, der sieht sich immer so zwischen dem Teufel und Gott. Ja, wir sind so, also der Teufel ist schwarz und Gott ist weiß und wir sind in der Mitte, wir sind so grau. Manche sind dunkelgrau, manche sind aber hellgrau, manche sind fast weiß. Manche sind so dunkelgrau, dass sie fast schwarz sind. So ist das, was wir so erleben und was wir so erfahren. Und was wir so empfinden, wenn wir Menschen gegeneinander abwägen. Ja? Aber vor Gott sind die Dinge nur schwarz oder weiß. Ja? Und an diesem kleinen Gedankenspiel kann man schon mal sehen, dass unsere Logik nicht in der Lage ist, göttliche Dinge zu verstehen. Und bei dem, was die Bibel sagt, immer zu dem Ergebnis kommen muss, diese Logik, dass Gott letzten Endes schuld ist. Dann wird Gott aber vom Rettergott zum Demiurgen, zum finsteren Gott. Und das wird dann schon langsam okkult, satanisch, gottfeindlich, diabolisch, durcheinanderwerfend. Ja? Merkt ihr, wie unsere Logik da uns auf einen Holzweg führt, der zum Schluss im Abgrund endet? Deswegen bin ich immer so ein bisschen zurückhaltend, wenn mir jemand in meinen Videos in die Kommentare schreibt, das klingt logisch. Weil die Logik hat in Bezug auf das Verständnis Gott gegenüber überhaupt nichts mehr verloren, weil die nicht dazu in der Lage ist, Gottes Dinge zu verstehen, zu erkennen. Die Logik kann das nicht. Warum? Na, weil die Logik mit in den Sündenfall hinabgerissen worden ist. Die Logik ist auch gefallen. Die Logik entstammt ja unserem Verstand. Ja, und unser Verstand ist genauso gottfeindlich, wie wir das hier an diesem Beispiel sehen, wie der Leib auch und wie die Begehrlichkeiten auch. Und wenn wir das philosophisch durchdenken, dann müssen wir sagen, dann ist Gott böse, wenn er das Böse zulässt, wo er es doch verhindern könnte. Das ist die philosophische, das ist die logische Konsequenz, die wir aus der Bibel herausziehen. Und mit diesem Vorwurf gegen Gott, könnt ihr auch zu den Rabbinern gehen und denen das sagen.
Und die haben keine Antwort darauf. Die Welt hat auf dieses Problem keine Antwort. Die einzigen, die eine Antwort auf dieses Problem, wenn man das überhaupt als Problem nennen will, oder als Problem bezeichnen will, die einzigen, die eine Antwort darauf haben, sind die Christen. Denn die können sagen, das stimmt, Gott wehrt dem Bösen nicht. Gott lässt das Böse ausreifen. Aber Gott hat Anteil genommen an dieser bösen Welt, weil er in Christus zu uns gekommen ist. Mehr noch, er hat gelitten unter Pontius Pilatus. Mehr noch, er ist hinabgestiegen ins Totenreich und er ist auferstanden. Das heißt, Gott selber hat seinen Sohn in diesen Irrsinn menschlichen Wesens und menschlichen Daseins geschickt, hat ihn auf Golgatha geopfert und hat damit zutiefst Anteil genommen an dieser verlorenen, irrsinnigen Menschheit, die mitsamt ihrer Logik gefallen ist. Das heißt, das Judentum und keine Religion der Welt hat letzten Endes eine Antwort darauf. Das Christentum hat zumindest diese Antwort, dass Gott zumindest an diesem Irrsinn teilgenommen hat, persönlich, in persona, in Christus. Das ist etwas, was keine andere Religion von seinem Gott, von ihren Göttern sagen könnte. Ja, das dürfen nur die Christen sagen. Das ist etwas Großes. Merkt ihr, wir befinden uns hier im Römerbrief, nicht im Hebräerbrief. Das Evangelium an die Juden in der Urgemeinde, das hat aufgebaut aufs Alte Testament. Das merkt ihr am Hebräerbrief. Der Hebräerbrief, der ist sehr alttestamentlich geprägt, weil die Zuhörerschaft schon im Glauben an Gott war und das Alte Testament als Basis gehabt hat. Mit dem Tanach und die Tora und die 10 Gebote und Sinai. Und die Gottesfrage war da nicht zu klären, sondern die sind alle davon ausgegangen, dass es natürlich einen Gott gibt. Natürlich gibt es Gott, ist gar keine Frage. Im Römerbrief ist der Ansatz ein anderer. Im Römerbrief schreibt Paulus zu philosophisch geschulten Denkern über die Gottesfrage. Und da argumentiert Paulus vollkommen anders und zieht die Schlinge auch immer enger zusammen, wenn man den Römerbrief liest. Denn zuerst schreibt er, dass alle Welt schuldig ist, dann schreibt er, dass auch die Juden schuldig sind dass jeder Mensch vor Gott schuldig ist. Ja? Also es ist eine ganz hochintelligente Anklageschrift gegen die Menschheit. Ja? Denn die Frage ist ja die, wenn wir fragen, ist Gott gerecht, setzen wir Gott dann nicht auf die Anklagebank? Ja, natürlich, wir urteilen über Gott. Das entspricht aber nicht der Situation, der tatsächlichen Situation. Die tatsächliche Situation ist so, dass Gott nicht auf der Anklagebank sitzt, sondern auf dem Richterstuhl und wir auf der Anklagebank sitzen. Das ist eigentlich die Sache, dann muss man das alles aber auf den Kopf drehen. Ja? Dann wird schwarz zu weiß und weiß zu schwarz, dann werden wir zu den Schuldigen und Gott zum Gerechten. Und deswegen sagt Paulus in Römer 12 auch, werdet verändert am Denksinn, an der Logik, werdet verändert an der Logik. Ihr müsst 180 Grad umdrehen. Bekehrung. Ja, Bekehrung im Denken, werdet erneuert im Denken. Das ist der Grund, warum ein Mensch umkehren muss. Dass er lernt, mit Gottes Geist zu denken und sich nicht auf seinen Verstand zu verlassen, so wie in Sprüche steht. Und das wird plötzlich an diesem Gedankengang, den wir hier so nachdenken, deutlich. Paulus hat noch einen anderen Gedanken im Römerbrief, den möchte ich euch noch zeigen. Der schreibt nämlich immer wieder im Römerbrief, ich rede also auf Menschenweise. Ich rede also auf Menschenweise bedeutet, er redet logisch, vernünftig, nach menschlicher Vernunft. Und er macht folgenden Gedankengang auf. Römer 3 von Vers 1. Er fragt, was haben die Juden denn für einen Vorteil im Vergleich zu den Nichtjuden? Was haben die Juden für einen Vorteil im Vergleich zu den Italienern, ja, zu den Römern? Oder was nützt die Beschneidung in dem Sinne, das Judentum, ja, die Gesamtheit der Beschneidung, das jüdische Wesen und Leben? Ja? Fürwahr sehr viel. Zum Ersten, ihnen ist anvertraut, was Gott geredet hat. Wo? Na, in der Bibel. Sie wissen, was Gott geredet hat. Also sind schon mal in gewisser Weise vorbereitet. Dass aber etliche nicht daran glauben, nämlich an das Evangelium Jesu Christi aus den Juden, was liegt daran, sagt er, das macht ja nichts, ja. Sollte ihr Unglaube Gottes Glauben aufheben?
Ja, würde also der Unglaube der Juden den Glauben, den Gott in Christus geschenkt hat, ungültig machen? Nein, sagt er. Das sei ferne. Und jetzt fängt er mit seiner Argumentation an. Es ist vielmehr so, dass Gott sei wahrhaftig und alle Menschen Lügner. Ja, das heißt, er dreht jetzt um. Ja, Gott ist allein wahrhaftig, er sitzt auf dem Richterstuhl und alle Menschen sind Lügner. Wie geschrieben steht, auf dass du gerecht seist in deinen Worten und überwindest, wenn du gerichtet wirst. Jetzt sage ich ein bisschen mit meinen Worten, weil ich diese alte Luther-Übersetzung habe. Wenn es aber so ist, dass unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit preist, also nur umso herrlicher dastehen lässt, was wollen wir sagen? Was ist die Konsequenz daraus? Was ist die logische Konsequenz daraus? Ist Gott auch ungerecht, dass er darüber zornig ist? Jetzt sagt Paulus nochmal, ich rede auf Menschenweise. Ich rede logisch. Ja? Das sei ferne. Wie könnte sonst Gott die Welt richten? Denn wenn die Wahrheit Gottes durch meine Lüge nur umso herrlicher wird, zu seinem Preis, warum soll ich denn noch als Sünder gerichtet werden? Das ist die Argumentation von Paulus. Paulus sagt, wenn es so ist, dass allein Gott gerecht ist und alle Menschen sind Lügner und dadurch Gottes herrliche Gerechtigkeit vor diesem schwarzen Hintergrund einer lügenhaften Menschheit nur umso herrlicher strahlt, zu seinem Preis, warum soll ich dann noch der Schuldige sein? Gott benutzt doch geradezu unsere Bosheit und unsere Lügenhaftigkeit, um seine Herrlichkeit nur noch deutlicher darzustellen. Also braucht Gott uns ja. Aber warum soll ich denn bei dem ganzen Spiel der Dumme sein? Und warum soll ich als Sünder noch gerichtet werden? Das ist die Logik, die Gott verurteilt und die Gottes Handeln immer schlecht dastehen lässt. Ja? Diese Gedanken hat Paulus im Römerbrief in aller Tiefe durchdekliniert. Durchdekliniert, muss man wirklich sagen. Und zwar hochprofessionell. Hochprofessionell. Er schreibt ja in Vers 5, ist es aber so, dass unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit preist. Was wollen wir dann dazu sagen? Ist Gott auch ungerecht, dass er darüber zürnt? Ich rede also auf Menschenweise. Diese Formulierung findet ihr immer wieder auch in Römerbrief ganz speziell. Die verwendet Paulus sehr, sehr häufig und lässt uns ein Stück weit hinter die Kulissen menschlicher Logik schauen. Diese ganze Argumentation von Römer 3, Römer 4, 5 und so weiter bis zu den großen Kapiteln in Römer 7 und Römer 8, das ist schon was Gigantisches, wenn man versteht, wie Paulus das aufzäumt und wie er versucht, uns das nahe zu bringen. Ja? Wir heute sind vielleicht philosophisch nicht so sehr geschult wie die Empfänger des Römerbriefs damals. Ja? Aber man kann das so ein bisschen noch nachempfinden, wie das auf die gewirkt haben muss. Das ist die große Anklageschrift von Paulus gegen die Menschheit. Es ist keine Verteidigungsschrift für Gott. Warum nicht? Weil Gott nicht auf der Anklagebank sitzt. Ja? Paulus eskaliert auch diese Vorwürfe, die immer wieder aus unserer menschlichen Logik und Vernunft hervorkommen. Und er zeigt auch die Irrwege, die unsere menschliche Vernunft hat. Zum Beispiel Römer 6, Vers 1 und 2 lese ich euch kurz vor. Er sagt, was wollen wir hierzu sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, auf dass die Gnade desto mächtiger werde? Das sei ferne. Wie sollten wir in der Sünde wollen leben, der wir abgestorben sind? Paulus sagt also, wenn die Gnade so groß ist, dass sie uns alle Sünden vergibt, dann wäre der logische Schluss daraus, dass ich in allen Sünden leben kann, dass ich allen Sünden frönen kann, weil mir ja alle Sünden vergeben sind. Das macht die Logik aus Gottes Rettung und aus Gottes Gerechtigkeit. Die Logik ist nicht in der Lage, mit göttlichen Dingen umzugehen. Die Logik wird immer ein Zerrbild von dem sein, was Gott meint und was Gott will. Und diese Gedanken entwickelt Paulus im Römerbrief, ich muss das sagen, also in einer Genialität, die einen einfach gefangen nimmt, wenn man das liest, ja.
In Römer 9, Vers 4 gibt es nochmal eine Stelle, die ganz interessant ist auch. Da spricht Paulus über die Erwählung. Und er sagt in Römer 9, Vers 15, denn er, Gott, spricht zu Mose, welchem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und welches ich mich erbarme, des erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, ob er zum Glauben kommt an Jesus Christus, sondern an Gottes Erbarmen. Das heißt, aus menschlicher Anstrengung kann man nicht zum Glauben kommen, sondern Gott muss es schenken. Es ist das Erbarmen Gottes. Das kann man herabbeten, aber das kann man nicht aus Wollen oder Laufen oder eigener menschlicher Entscheidung herbeiführen. Das geht nicht. Der Weg ist versperrt. Der einzige Weg, den es gibt, um zu Gott zu kommen im Glauben, ist, Hände zu falten und zu beten, zu sagen, lieber Vater im Himmel, nimm mich an. Lass mich verstehen, wer du bist. Lass mich verstehen, wer ich bin. Ich will gerne glauben. Hilf mir beim Glauben. So darf man beten, ganz einfach. Ja? Aber es liegt nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Denn die Schrift sagt zum Pharao, eben darum habe ich dich erweckt, Pharao, als Gottkönig, ihr wisst ja, was er gebaut hat da unten an Pyramiden, das ist ja hochgenial, ja. Eben darum habe ich dich erweckt, Pharao, dass ich dir meine Macht erzeige, auf dass mein Name verkündigt werde in allen Landen. Also Gott sagt, ich habe den Pharao nur deswegen so mächtig gemacht, um an Pharao zu zeigen, dass ich noch mächtiger bin als Pharao, weil ich mein Volk Israel aus Ägypten herausgeführt habe. So erbarmt er sich nun, welches er will, sagt Paulus über Gott. Und er verstockt, welchen er will. Und er hat das vorher schon gezeigt an dem Beispiel von Jakob und Esau, wenn er sagt, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Und dann kommt auch da die Frage auf, ist Gott gerecht, wenn er den einen liebt und den anderen hasst, bevor sie überhaupt geboren sind? Ist das gerecht von Gott? Wie kann es sein, dass er den Pharao erwählt, nur zu einem Zweck, um zu zeigen, dass er selber mächtig ist? Ist das gerecht? Ist das gut, was Gott da tut? Und dann sagt Paulus, also er lässt die Frage erstmal offen, ja, und spielt den Gedanken weiter. Und dann sagt er so, erbarmt er sich nun, wessen er will, und er verstockt, wen er will. Und jetzt kommt die Logik. So sagst du denn zu mir, was beschuldigt er denn uns? Warum beschuldigt Gott uns denn noch? Wer kann seinem Willen widerstehen? Paulus sagt, wenn jetzt jemand kommt und sagt, wer kann Gottes Willen widerstehen? Ich kann mich ja gar nicht bekehren. Ich kann gar nicht zu Gott umkehren. Es ist ja seine Wahl. Er muss sich ja erbarmen. Aber wenn ich mich nicht bekehren kann, wieso wirft er mir vor, dass ich mich nicht bekehre? Das heißt, wieder ein logischer Schluss, der wieder zum Ergebnis kommt, Gott ist schuld. Gott ist schuld an meiner Misere. Und das ist das, was Paulus schreibt im Römerbrief. Christus starb für uns, als wir noch Sünder waren, als wir noch schwach waren, als wir noch Feinde waren. Als wir uns doch auf unsere Logik verlassen haben. Da starb Christus schon für uns. Und Paulus macht jetzt diesen Gedanken auf und versetzt sich in jemanden, der zu ihm kommt und sagt, was beschuldigt er denn uns? Wer kann seinem Willen widerstehen? Wer kann dem Willen Gottes in der Erwählung zum Glauben widerstehen? Und da schließt Paulus die Argumentation ab. Er argumentiert nicht mehr. Er erklärt auch nicht mehr. Er dreht den Spieß um und sagt, ja, lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Du bist ein verweslicher Mensch, der nicht mal weiß, ob hinter der nächsten Kreuzung ein Auto kommt oder nicht. Du musst dich langsam in die Kreuzung reintasten. Ein Blatt Papier versperrt dir schon die Sicht auf deine Umwelt. Wie willst du denn in deiner Logik Gott verstehen? Wer bist du eigentlich, Mensch? Wer bist du überhaupt, dass du urteilen willst über Gott, den alle Himmel nicht fassen können? Das finde ich eine sehr konsequente Argumentation, eine finale Argumentation, weil hier hört jegliches Rechten oder Rechthaben oder Rechthaberei der Menschen Gott gegenüber vollkommen auf. Das hört vollkommen auf. Wir scheitern ja schon mit unserer Logik an Gott, wie viel mehr mit unserem Verstand. Das, was Paulus hier aufzeigt, zeigt ja nur die Armut der Menschen, und die Feindschaft der Menschen, wenn sie sich auf ihre Logik verlassen. Das ist das, wie der Römerbrief argumentiert. Und Paulus zeigt den sicher auch philosophisch gebildeten Leuten in Rom,
wie man mit der Gottesfrage umgehen soll. Hochintelligent. Ich liebe das, ja, diese kristallklare Argumentation. Und der Römerbrief argumentiert ganz anders als der Hebräerbrief. Ja, der Hebräerbrief, der nimmt alttestamentliche Bilder und legt die auf Christus aus. Paulus hat auch alttestamentliche Bilder, ja, Abraham und Sarah und Adam, aber sehr zurückhaltend und geht sehr schnell auf die logische Ebene, versetzt sich in den natürlichen Menschen, redet auf Menschenweise, redet auf logische Art und Weise und zeigt, wie die Logik immer wieder zu dem Ergebnis kommt, Gott ist schuld. Gott ist schuld. Und diese Feindschaft gegen Gott ist etwas, was ganz tief in uns drinsteckt und mit uns verwoben ist. Das ist so tief in uns drin, dass wir das nicht mal spüren. Wir empfinden das nicht mal. Diese Feindschaft wider Gott und wider Gottes Gedanken, die wird erst deutlich, wenn wir Gottes Wort lesen und Gottes Wort wirklich durchdenken und die Stellung des Menschen zu Gott durchdenken und anhand der Bibel durchdenken. Dann taucht diese eitrige Feindschaft, die in unseren Gliedern steckt, gegen Gott, die taucht dann auf. Und um das uns deutlich zu machen, dazu ist das Gesetz des Mose da. Das Gesetz des Mose mit seinen Vorgaben, das ist dazu da, dem natürlichen Menschen zu zeigen, wer er ist. Du sollst nicht lügen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst kein Falschzeugnis reden, du sollst nicht begehren. Weil der Mensch das weiß, hat er das immer im Hinterkopf, wenn er es tut. Begehren und stehlen und Falschzeugnis reden. Und er weiß, dass er Gottes Gesetz damit übertritt. Damit ist er noch nicht bei Christus. Damit ist er noch nicht bei der Vergebung. Aber er ist da, dass er merkt, dass er Gottes Gesetz übertritt. Ja? Wenn er dem dann näher tritt, dann spürt er Stück für Stück, wie notwendig die Erlösung ist, die wir brauchen, um vor Gott bestehen zu können. Wenn jemand das gefunden hat, dass die Erlösung in Christus ist und dass Christus ja für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, als wir noch schwach waren, als wir noch Feinde waren, dann ist das etwas sehr Befreiendes für jemanden, der unter seiner Sünde ächzt und stöhnt und dem seine Sünde zu schwer wird, weil er sich hierauf verlassen darf. Christus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Mehr noch, Gott preist seine Liebe gegen uns, dass Christus für uns gestorben ist, da wir noch Sünder waren. Gott preist seine Liebe an. Gott rühmt seine Liebe zu uns. Gott hat uns lieb gehabt, obwohl wir noch Sünder waren, obwohl wir noch Feinde waren. Und er sagt, wenn Gott seinen Sohn Jesus Christus geschickt hat, als wir noch Sünder waren, so werden wir ja viel mehr durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn, nachdem wir durch sein Blut gerecht geworden sind. Denn so wir Gott versöhnt sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, vielmehr werden wir selig werden durch sein Leben, wenn wir jetzt versöhnt sind. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen wir nun die Versöhnung empfangen haben. Ja? Paulus sagt, der Zorn Gottes kommt über die ganze Welt. Aber wenn jemand von eben diesem Gott gerettet wurde, weil er seinen Sohn schickt und weil man daran geglaubt hat, dann wird Gott den Zorn Gottes Zorn nicht mehr über uns kommen, weil nämlich eben der Gott, der seinen Zorn über die Welt kommen lässt, der ist, der uns gerettet hat. Und da liegt unser Heil. Unser Heil liegt nicht darin, dass wir alles richtig machen, ja, dass wir ausreichend beten, dass wir getauft sind, dass wir fasten und wallfahren und den Zehnten geben, ja, sondern unser Heil liegt darin, dass Gott uns lieb hat. Das ist schon alles. Das ist wunderschön. Ich wollte euch das nur kurz zeigen, weil das ein ganz anderer Ansatz ist, als wir den sonst haben. Sonst graben wir immer so ganz tief in der Bibel, nach prophetischen Themen auch, ja, was ich auch noch weiter tun möchte, auch mit euch. Und schauen uns da die ganzen Verse so im Detail an. Ich wollte euch das nur mal nahe bringen, wie anders der Römerbrief ist, im Unterschied zu zum Beispiel zum Hebräerbrief oder zu anderen Briefen, auch von den anderen Aposteln, ja, die sehr viel mehr aus dem Alten Testament schöpfen, weil ihre Zuhörerschaft halt
aus dem Alten Testament rausgeprägt war. Während die Römer mehr so aus der griechisch-philosophischen Welt kamen, lateinisch geprägten Welt, wo das Großdenkertum sehr vertreten war. Und Paulus zeigt, dass die Weltweisen nicht in der Lage sind, das Evangelium Jesu Christi zu verstehen und anzuerkennen, sondern dass man dazu Gottes Geist braucht. Wer den dann hat, der hat es dann aber auch. Ja. Euch alles Gute, Gottes Segen. Ich freue mich, wenn ihr bald wieder einschaltet und bis bald.